在这儿给我拿。妈妈，你给点方式。妈妈，能啥？妈妈 ，Meine Lieben, wir sind sehr aufgeregt. Morgen müssen wir nach Polen zur Arbeit. Vergesst uns nicht, Mutter und Käthe. Was bedeutet das? Sie durften nicht mehr schreiben. Nur 20 Worte. Eins haben sie verschenkt.Hizi si siku nzuri kama Memsab kidogo anarudi shuleni. Vielleicht wollen Sie versuchen, über Polen auszureisen. Vielleicht haben Sie da eine Möglichkeit gefunden. Jetzt mach doch endlich was weiter, bitte! Rede mit mir! Deine Mutter wollte, dass du es weißt, sonst hätte sie dir nicht geschrieben.Polen bedeutet Tod. Nee! Soll ich dir was sagen? Ich beneide dich darum, dass du diesen Brief bekommen hast. Die Gewissheit, die du jetzt haben kannst. Ich frage mich jeden Tag, wie es meinem Vater geht. Wo er ist? Wo meine Schwester ist? Jeder Tag bringt den deutschen Truppen im Osten...neuer Niederlagen. Die deutschen Menschenverluste sind nicht minder bezeichnend. Die Zahl der Toten und der Gefangenen auf deutscher Seite seit dem Beginn der russischen Winteroffensive geht schon über 400.000 hinaus. Huyu mama anahitaji msaada wako. Nataka kufa leo. Na familia yake inamwacha nje? Sisi watachukua mwili wako usiku. Kimani, siwezi kukubali. Mimi nimemsaku hapa. Nataka murudishi mama ndani. Nyumba si nzuri tena, mama akifa ndani. Ni vigumu sana kwa familia kurudisha hali nzuri.Ni ghali sana kwa familia. Hata hivyo, na umuru. Memsab, ukiondoka tu, watarudisha mwili tena nje. Mama anataka kufa nje. Hii ni mila. Vizuri, Memsab. Mama yangu hafi pekee, mababu wako naye. Hana uoga.